Geht sich sogar wunderschön aus, wenn man die Range betrachtet. Sollte aber aufpassen, dass alle zum Tragen kommen. Weiterhin kommen Storms, bleibt voll in die Storms stehen und da fällt ein Hydralisk nach dem anderen. Aber auch Wasch hat einige Einheiten verloren. Er hat im Prinzip alles verloren, da es massiv Zerglinge waren, die von oben runtergekommen sind, sowie die Bändlinge sind nachgekommen. Natürlich geht jetzt Fangren her und versucht Druck aufzubauen, geht nach vorne, dass Wasch nicht rauskommt, hat aber selbst nicht mehr eine allzu so große Armee, sollte auf jeden Fall aufpassen. Und Wasch geht nun her, liftet einen Hydralisken nach den anderen und zerstört ihn. Das gleiche kann er auch mit den anderen Einheiten machen. Hier sehen wir, Wasch holt sich weitere Berserker. Ja, auf jeden Fall hat er das abwehren können. Fangren muss sich zurückziehen. Hätte noch die Schaben liften können, noch zerstören können. Wenn wir uns das anschauen, Energie ist allemal vorhanden und es wäre nichts da, was ihn gefährlich werden kann. Also zumindest in dieser Armee nicht, selbst die Zerglinge nicht, da sie nicht in die Luft schießen können, sondern nur gegen Bodeneinheiten sind. Hier wird Fangren expandiert bei der Goldechse. Während Wasch sich weiterhin auf die Suche macht, ob eine Expansion vorhanden ist, eine weitere. Und mal schauen, ob er fündig wird. Gut, das Einkommen haben wir lang genug gehabt. Schauen wir uns wieder die Produktion an. Ein Ultraliskenbau wird gebaut, ist sicher nicht schlecht. Ja, und den Bau findet Wasch relativ schnell. Währenddessen geht auch Fangen schauen, ob Wasch expandiert ist beim Gold. Langsam muss auch Wasch ans Expandieren denken. Er hat nicht mehr allzu viele Minerals in seiner Natural. Wenn wir uns das anschauen, Fangren hat zwar etwas mehr, aber hat auch nicht mehr allzu viel, aber hat die Echse hier stehen und verteidigt sie natürlich auch mit allen Mitteln. Nun rückt auch Wasch aus mit einigen hohen Templern, das heißt, wir werden wieder wunderschönen Storms sehen. Die Echse steht, die kann er nicht mehr abbrechen. Weitere Hydralisken waren im Bau, kommen jetzt auch dazu. Massiv Berserker mit Ansturm werden natürlich gleich direkt vorgehen, währenddessen die High Templer mitgehen. Hier kommt ein Storm und noch ein Storm und er bleibt drinnen stehen, er geht nicht weg. Jetzt geht er weg, aber das war ein riesiger Schaden. Die Echse verliert er. Die High Templer gehen direkt in den Nahkampf, das sollten sie nicht, aber ein weiterer Storm wird gesetzt, damit sich Fangren zurückzieht. Das hat Fangren sehr viel gekostet im Gegenzug zu Wasch. Den hat es auch etwas gekostet, aber bei Gott nicht so viel. Vor allem diese Units, die meisten Units sind angeschlagen. Und das ziemlich stark. Hier ein weiterer Storm, aber der trifft eher seine eigenen Einheiten. Nun zieht er sich zurück, aber auf einer Engstelle und da kann ein Hydra nach dem anderen down gemacht werden durch den Ansturm. Da hätte er besser aufpassen sollen, eventuell ganz kurz stehen bleiben sollen. Ja, und massiv Phoenix. Er wird wieder versuchen, hat sie nur gescoutet, teased sie und da kommen sie auch raus. Fangren zieht sie aber rechtzeitig zurück. Weitere Zerglinge werden gebaut. Wasch versucht immer wieder zum Teasen, damit die Einheiten rauskommen, damit er einen Storm nachsetzen kann. Jetzt kommt es aber direkt zum Kampf. Die Bärslinge gehen direkt vor, versuchen die Hydra zu blocken. Hinter ein Storm und noch ein Storm und noch ein Storm und noch ein Storm. Oh mein Gott, und da sind so viele Hydralisken down, aber auch alle Einheiten von Bodeneinheiten von Wasch sind down. Er kann auch gleichzeitig mehrere Hydralisken liften. Warum tut er das nicht? Er sollte auch weiterhin liften. Er hat die Energie dazu. Er könnte einen Zergling nach dem anderen liften und sie down schießen, genauso auf dieser Seite. Oh mein Gott, und ich hab's verpasst. Was war hier? Oh mein Gott. Das habe ich nicht gesehen. Eieieiei, schlimm, schlimm, schlimm. Die Zerglinge sind auf jeden Fall durchgekommen, haben die Main abgerissen und reißen jetzt ein Gebäude nach dem anderen ab. Ich war jetzt so konzentriert vorne auf den Kampf, den hat er zwar viele, viele Hydralisken verloren, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Er hat es halten können und im Gegenzug in Wasch seine Main down gemacht. War auf jeden Fall sehr schön. Haben wir leider verpasst.
die ganzen hauptsächlichen Tech-Gebäude waren hier. Und ja, hier kommt von Wasch das GG. Hatte auch nicht mehr wirklich Minerals. Ja, und da ist Fangren neugierig und will wissen, woher Wasch kommt. Und Wasch ist in diesem Fall ein Franzose. Nun kann ich es euch sagen, beziehungsweise werdet ihr es gleich lesen. Fangren kommt aus Deutschland und der Fangren hat mir auch dieses Replay zugesandt. Vielen Dank an dich, Fangren, für dieses Replay. War schön gespielt, zwar mit ein paar Fehler. Ja, okay, Wasch hat zwar das GG-Game, geht im Moment noch nicht raus. Jetzt ist er raus, hat noch versucht, ein bisschen Schaden anzuführen, also zu machen. Ja, das haben wir leider noch einmal angemerkt, in diesem Punkt verpasst. Aber sei es drum, Mineralien waren so gut wie keine mehr hier. Wenn wir hier sind, 140, 180, 200. Wasch hätte viel früher expandieren müssen und hätte dies auch erhalten können. Vor allem als Protospieler angemerkt, wenn man hauptsächlich vorne beim Gegner ist und versucht, den Gegner nicht rauszulassen, in diesem Fall auch einen Proxy-Pylon setzen, dass man immer wieder nachsetzen kann und natürlich auch den Druck aufrechterhalten kann. Was man aber in dem Fall auch nicht vergessen darf, man darf nicht die hohen Templer vorschicken. Die halten nicht wirklich etwas aus. Die Storms sind zwar wunderschön, aber sie halten nun mal nichts aus. Ja, von Fangren war gut zuerst der Upgrade auf die Mutalisken, nur eine Stufe, ist dann aber davon abgegangen, da die da einfach zu wenig hatte und Wasch mehr Phönix hatte. War auch gut so, dass er ablassen hat. Die Hydras haben ziemlich guten Schaden gemacht. Beide Seiten haben ihre Einheiten gut eingesetzt zum Blocken. In Sachen Wasch waren es die Berserker. Und im Falle von Fangren waren es natürlich die Zerglinge bzw. die Schaben. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Shortcast gefallen. Sollte das der Fall sein, dann klickt doch bitte auf den Mag ich-Button. Natürlich wäre es auch ganz cool, wenn ihr mich abonnieren würdet. Des Weiteren auch, habt ihr Feedback für mich oder Kritik, dann lasst es mich doch in den Kommentaren unterhalb des Videos wissen. Denn so kann ich eventuell Änderungen machen. Dazu sei gesagt, ich versuche es immer in dem Fall recht zu machen, aber grundlegende Arten zu ändern, das wird es nicht geben. Ich bin nun mal so, die einen möchten, dass ich schneller rede, die anderen möchten, dass ich nicht schneller rede. Man kann es einfach nicht jedem recht machen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Nacht, denn wir haben es jetzt bei mir 1 Uhr in der Früh. Und ja, apropos, ganz vergessen. Wenn ihr mir auch ein Replay schicken wollt, dann schickt mir das doch an die E-Mail, die ich auch einblenden werde in diesen YouTube-Hinweisen, und zwar an lilyoshi@gmail.com. In diesem Sinne, euer Little Yoshi.